Genosse Staatsratsvorsitzender und Generalsekretär des ZK der demolierten Deutschen Demokratischen Republik. Das Transportbataillon Altmark ist zur ersten Feldparade im 10. Jahr des Bestehens bereit. Ich bitte um den Befehl, vorbeifahren zu dürfen. Ich danke Ihnen und gebe den Befehl zur Eröffnung der Parade. Zum Befehl, Genosse Staatsratsvorsitzender. Lassen Sie dann alles rühren. Sie nicht. Nee, das ist eine Reise jetzt. Ne? Und jetzt bin ich laut. Als erstes haben wir ein Fahrzeug, ein UAZ 469B, ein Gelände-PKW russischer Produktion, eingesetzt als Kommandeursfahrzeug. Gefolgt wird das Fahrzeug von einem Luas 967M, ein Geschädigtransporter, schwimmfähiges Fahrzeug zum Abtransport von Verletzten. Selbst der Fahrer konnte im Liegen das Fahrzeug fahren. Dadurch keine Angriffsfläche für den Gegner. Die Seilwinde vorn bietet zur eigenen Bergung. Als nächstes Fahrzeug haben wir eine Lopritsche, ein sehr geländegänger LKW aus der DDR, Produktion auf Benzinbasis. Dieser ist als Mannschaftstransportwagen bei der Armee gelaufen. Weiter geht es mit einem W50LA-A, geländegängiger LKW aus der DDR-Produktion, als Mannschaftstransportwagen, kurzer Radstand. Gefolgt wird dieser von einem W50L-A, einem geländegängigen LKW aus der DDR-Produktion, als Mannschaftstransportwagen mit langem Radstand, Straßenversicherung. Hier haben wir noch ein W50LAK, leicht absetzbarer Koffer. Er wurde verschiedene Möglichkeiten genutzt, zum Beispiel als Werkstattkoffer, Küche, Stabskoffer oder auch für die Funkstation. Wir haben jetzt ein Fahrzeug der neueren Produktion, ein L60LAK, eine Weiterentwicklung des W50. Das Fahrzeug hat 180 PS und der Aufbau in diesem Fall ist ein chemisches Labor. Da unsere Fahrzeuge nicht ohne Sprit fahren konnten, fahren wir jetzt hier einen G5-Tanker SPW 1550, DDR-Produktion, eine mobile Tankstelle. Jetzt haben wir ein Fahrzeug der russischen Produktion, ein SH-157 LKW, geländegängig aus der russischen Produktion. Hier Kofferaufbau, in dem eine Funkstation untergebracht ist zur Ortung von Flugzeugen. Das nächste Fahrzeug ist ein Chemiefahrzeug, und zwar ein SIL 131 ARS 14, ein Entgiftungsfahrzeug, welches bei der NVA zur Entaktivierung von Menschen und Fahrzeugen eingesetzt wurde und vorwiegend bei der Bataillonen für chemische Abwehr. Das Fahrzeug Ural 375B Koffer, das Fahrzeug wurde im rückwärtigen Dienst zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft gebraucht, also sozusagen eine Kfz-Werkstatt. Wir haben jetzt als nächstes ein Ural 375D Fähre. Dieses Fahrzeug trägt eine Rammfähre zum Bau von behelfsmäßigen Brücken bei den Pionieren. Jetzt kommt ein Ural 4320 LAK,
LAK hatten wir schon mal gehabt, ein Fahrzeug mit einem updatebaren Koffer. Das ist jetzt ein Krass 255, auch als Fahrzeug aus der russischen Produktion, hier die Variante der Langhalsausführung. Diese Variante wurde auch für notdürftige Gleisbauarbeiten genutzt. Dann haben wir ein Tatra 813, ist eine tschechische Produktion. Sehr starkes Fahrzeug für den Schwertransport mit Tieflader, auch als Zugfahrzeug. Von schweren Haubitzen im Gelände mitgeführt, wird eine Schleppachse zum Abtransport defekter Fahrzeuge. Der SPW 40P2, dieses Fahrzeug diente der chemischen Aufklärung, ohne dass die Besatzungsmitglieder in einen kontaminierten Raum mussten. Also während der Fahrt konnte die Umwelt geprüft werden. Schwimmfähig übrigens. Und zum Schluss unser Schmuckstück, ein Siel 135 Startrampe, mobile Raketenabschussrampe für Boden-Luft-Raketen mit bis zu 80 Kilometer Reichweite. Angetrieben wird das Fahrzeug von zwei Benzin V8 Motoren. Damit ist unsere heutige Parade zu Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, ja, liebe Museumsbesucher, Sie haben also gesehen, das war eine ganz schön große Fahrzeugparade und das bedarf doch einer großen Vorbereitung. Und da kann ich nur an allen nochmal Dankeschön sagen, die daran beteiligt waren, diese schöne Fahrzeugparade auf die Reihe zu stellen, denn es ist nicht so einfach, so viele Fahrzeuge mit einmal fahren zu lassen. Sie haben gesehen, alle Fahrzeuge haben auch Nummernschilder getragen, wir mussten der Straßenverkehrszulassungsordnung gerecht werden. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mal wieder diese Technik funktionstüchtig zu sehen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Museumstag. Wir werden jetzt im Anschluss, wird die Pudlitzer Feuerwehr noch einen historischen Löschangriff vorführen, den wir ja jedes Jahr mit hatten. Und wer sehr großes Interesse hat, der kommt jetzt hier hinten nachher auf unseren Platz und dort sind die Pudlitzer nachher vorbereitet, diesen historischen Löschangriff zu führen. Ansonsten noch einen schönen Tag.